Also manchmal. Manchmal weiß der Ronald Pofalla ja Sachen, die weiß sonst keiner. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist vom Tisch. Echt? Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung ist Quatsch? Ja, und die tatsächliche Totalausspähung? Also ist die jetzt auch... Ist die... Vom Tisch. Ach, die ist auch vom Tisch. Ja klar, wäre das anders, hätte der Bundesnachrichtendienst seinen Geheimdienstkoordinator Pofalla ja auch darüber informiert. Aber stattdessen hat der BND nur versichert, dass er grundsätzlich niemanden ausspäht. Glaubwürdig, denn als in Polen das Kriegsrecht verhängt, in Moskau geputscht oder in Berlin die Mauer eingerissen wurde, da hat der BND das ja auch nur aus der Zeitung erfahren. Gut. Damals unter Kohl, da wurden hier und da mal Journalisten ausgespäht. Als das rauskam, hat die SPD gesagt: Ich glaube, wir haben hier eine Schlapphutkrise und das muss aufgeklärt werden. Apropos SPD. Als Schröder und Steinmeier beim Irakkrieg nicht mitmachen wollten, hat der BND trotzdem in Bagdad gespäht. Ja, es gab einen Untersuchungsausschuss und die SPD meinte: Ein solcher Untersuchungsausschuss bringt nichts, klärt nichts weiter auf und führt auch nicht zu weiteren Erkenntnissen. Außer der Erkenntnis, dass Spähen nicht so das Ding des BND ist. Dafür ist er absolute Weltklasse im Verstecken. Ja echt, die Jungs können einfach alles und jeden verstecken. So ein Adolf Eichmann in Südamerika beispielsweise. Ein paar olle Panzer, die nach Israel geschmuggelt werden sollen im Hamburger Hafen. Oder auch Plutonium in einem Koffer, der dann an Bord einer Linienmaschine über Deutschland fliegt. Und wenn die Sachen dann trotzdem irgendwann gefunden werden, fordern wieder irgendwelche Politiker eine effektive parlamentarische Kontrolle oder fragen, ob beim Bundesnachrichtendienst etwas geändert werden muss. Denn schließlich müssen sich auch Nachrichtendienste im Fall von Fehlern öffentlicher Kritik stellen. Ja, die einen sagen so, psst, und die anderen sagen, unsere Geheimdienste arbeiten also sinnvollerweise geheim. Nur neulich, da wurde der BND doch kurzzeitig nervös, als die Kanzlerin sagte: Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten. Ah, das wäre ja blöd. Ja, da hat der BND schnell nachgeschaut, ob er überhaupt auf deutschem Boden arbeitet. Tja, dann...